Und Kupplung treten. Und Gang raus. Und zweiten Gang rein. Und etwas Gas. Aua! Das war nicht dein Gas, Mann! Für was denn? Mein Hühnerauge, du Torfkopf! Also nochmal von vorn, die Herren, ja? Und Kupplung treten. Und Gang raus. Und zweiten Gang rein. Und etwas Gas. Hast du gedacht, hä? Torfkopf! Das Wichtigste könnt ihr schon. Und nun die Kupplung langsam kommen lassen. Oh Mann, langsam, habe ich gesagt. Ganz langsam, Kassen. Ja, was denn? Noch langsamer? Ganz langsam, Kassen. Danke. Was nun denn? Guten Tag, die Herren. Tag. Guten Tag. Störe ich, meine Herren? Allerdings, ja. Oh, das tut mir sehr leid. Och, mir überhaupt nicht. Ich lasse mich gern stören. Hier, hierbei, ne? Ganz neue Methode, was? Allerdings, ja. Habe ich noch nie gesehen, Trockenübungen zum Autofahren. Haben Sie das erfunden? Na, allerdings, ja. Ja, allerdings. Er ist ein cleverer Junge, ist er. Das hat mit Sparsamkeit zu tun, hat er. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu. Das Benzin sparen. Lernen Ihre Fahrschüler jedenfalls rechtzeitig. Fragt sich bloß, ob Sie das Autofahren auch lernen, fragt sich das. Du nicht. Hä? Du lernst das nicht mehr. Ach Mensch, dein Lebtag hast du bloß Träger gefahren und nu? Was nu? Nu auf deine alten Tage bist du noch Auto gefahren, das doch verrückt ist oder sowas. Du bist verrückt. Also Ruhe bitte! Danke. Was soll die Knipserei? Ja, was soll das? Meine Herren, die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran zu erfahren, nach welchen Methoden in modernen Fahrschulen unterrichtet wird. Ach, du liebe Zeit. Und davon habe ich ja was mitgekriegt. Na, einen schönen Eindruck haben Sie mitgekriegt. Moment, was heißt hier überhaupt Öffentlichkeit? Och Mensch, Gerd, hast du das denn immer noch nicht kapiert? Was denn, Presse oder so? Na, oder so ist gut. Presse? Ja, Mensch, du kommst in die Zeitung. Kassen Kreimann beim Erweisen des deutschen Grußes. Unterschrift, das Musterbild des deutschen Autofahrers. Komm ich doch einer, eine Waffe, dass du eine Ruhe, Ruhe bitte. Ja. Bitte, Herr Jensen. Sagen Sie mal, Fräulein, was wollen Sie denn hier? Wollen Sie tanken? Oder? Nein, ich wollte ja, eigentlich ist das hier nämlich eine Tankstelle. Ja, das sollte man eigentlich gar nicht glauben, ne? Ich möchte mit dem Chef sprechen. Der Chef ist er. Ach. Ich weiß, meine Herren. Ja, ja, und was kann der Chef für Sie tun? Nur ein paar Fragen, Herr Jensen, an den Rennfahrer. Den bekannten Rennfahrer Gerd Jensen. Nun, sinnig, Fräulein. Bekannt wollen wir erst noch werden, ne? Wir stören ihr, Kassen. Ja. Mit dem Unterricht machen wir Schluss, ja? Oh, und nun habe ich gerade noch Lust, habe ich. Ich auch, ne? Also, Herr Jensen, ich arbeite nämlich an einem Artikel über Nachwuchs im Motorradsport. Nachwuchs? Ja, ja. Nun wärst du richtig berühmt, wärst du. Ja, als Fahrlehrer, mit dir als Fahrschülerin. Feine Reklame ist das. Ich tu, was ich kann, tu ich. Du störst, Kassen. Ja. Ja, ich will nicht stören. Will ich nicht. Kassen! Ja, raus! Na, für welches Blatt schreiben Sie, Fräulein? Lund. Ellenlund. Holsteiner Zeitung. Holsteiner Zeitung. Mhm. Aha. Oh, Entschuldigung, Jensen. Ja, ich weiß. Der bekannte Rennfahrer. Was? Er kennt mich denn schon? Na, ich zum Beispiel. Aha. Aber ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht, Sie in dieser vergessenen Ecke zu finden. Was gefällt Ihnen hier nicht? Zu abgelegen ist es hier für jemand, der nach oben will. Und woher wollen Sie das so genau wissen, dass ich nach oben will? Wissen Sie, ich habe mir diese Bruchbude von Tankstelle gekauft, weil die neue große Straße hier vor die Tür hinkommen sollte. Die Umgehungsstraße? Ja. Yeah. Und die kommt nicht? Ach was, das tut sich überhaupt nicht. Als wenn die uns vergessen haben. Ich verstehe. Ja, Sie. Danke, Fräulein Lund. Herr Jensen, ich möchte Sie gerne fotografieren. Was denn? In diesen Quetagen? Warum? Na, der Sportsmann im Berufsalter. Na. Also veräppeln kann ich mich selbst, ja? Nein, ehrlich, solche Hintergrundinformationen interessieren die Leser. Ja? Mhm.
Naja, wenn, denn, dann muss mein Beifahrer aber auch mit aufs Foto, ja? Ja, gern. Moment. Hey, Willem! Ja? Willem, komm mal her! Ja, dann komm, drei die. Ja, schon. Willem. Das ist Fräulein Lund, Reporterin. Freut mich. Ja. Und das ist mein Beifahrer, Willem Bock. Ist mir bekannt. Was? Hä? Natürlich. Ich arbeite doch an einem Artikel über Nachwuchs im Motorradsport. Nachwuchs, hast du das gehört? Ja, und da sollte ich Wilhelm Bock nicht kennen? Ja. Danke. Ja, was denn noch nicht? Und schön. Und wenn ich Sie auf der Beiwagenmaschine fotografiere, geht das? Ja, klar, was? Ja? Ja, dann musst du aber das Gespann aus der Werkstatt auf den Hof rausschieben. Mach ich doch Augenblick. Dass der sich auch mal drehen kann, wenn er in die Zeitung soll, ne? Sie sind nicht so eitel, Herr Jensen. Ich? Nee. Natürlich nicht. Sie nicht. Was? Fräulein Lund? Ja? Wo wollen Sie denn hin? Wir müssen hier durch. Warten. Also. Hey! Was hat sich da denn für eine schmucke Dirn ausgesucht? Oh, wie der sich wichtig nimmt. Ja, du fall mal nicht über deine eigenen Füße, mein Jung. Kanzler Jensen? Ja, guten Tag. Nee, das können Sie mir auch sagen, Fräulein. Ja, zu wissen kriege ich das doch. Naja, den Augenblick. Augenblick, Fräulein! Ja, ja, oh Mann. Gerhard! Ja, was ist? Telefon! Ja, ja, ich komme gleich. Oh, die Herren Rennfahrer werden fotografiert. Ja, ne. Ja, schieß denn, Fräulein Lund, schieß. Gerd, ja. Gerd, mach doch zu, da liegt sie. Was? Jensen. Ja, genau der. Tankstelle Jensen, Fahrschule Jensen, Autoreparatur Jensen, Autowäscherei Jensen, sonst noch was? Nee, Fräulein. Erzählen Sie mal ruhig weiter. Ich hab Zeit. Was? Was sind Sie? 20? So, 22 sogar. Wieso? Ja. Ja, Fräulein, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wenn Sie über 18 sind, dann sind Sie für mich zu alt. Ja, viel zu alt. Ja, ha. Dumme Kuh. Was? Du doch nicht, Dieter. So, was will sie denn? Ach, verrückt ist sie. Was die will? Übergeschnappt. Total ballaballa. Mensch, was will sie denn? Naja, bei mir anfangen. Ja, du, da kenne ich noch ein paar mehr von, die mit dir gern was anfangen wollen. Ja. Jensen. So, Fräulein. Nun will ich Ihnen mal was sagen. Da denk ich doch gar nicht dran. Nee! Anfang. Als was? Na, bei mir als Beifahrer. Als mein Schmiermatze. Was? Mädchen? Hm. Na, sag ich doch. Verrückt ist die. Ja. Nee. Ich finde, dass die clever ist. Denn sie weiß, dass du einen neuen Beifahrer suchst. Mensch, psst. Willem. Ja, ich weiß. Willem weiß das noch nicht. Oh, Micke. Wenn ich ihm das bloß erst beigebracht hätte. Mensch, du könntest das ja mal versuchen. Was? Ja, mit dem Mädchen meine ich. Bin ich verrückt? Du, warum denn nicht? Eine Frau auf der Rennbahn? Ja. Mädchen als Schmiermatze? Ja. Micke, verrückteste. Ja, verrückt vielleicht. Aber berühmt werden könntest du so, ja, bestimmt, ja. Mein Jung. Oh, kommt der schon wieder. Im Koffer immer neue Knüller. Bring dir ins Haus Klamotten, Müller. Tag, Mieke. Tag, Hannes. Na, Mieke, wie geht's dir denn? Ach, Hannes, wo schon wieder ein Alkohol, du? Gut geht's dir, Mieke. Ich kann dir das ansehen. Endlich rundum gut. Ach, Hannes, Mensch, wo kann mir das Göpp gehen, wenn ich hier den Schied wegkleiden muss?
Nee, Mikkel, so musst du das nicht ankicken. Du darfst den Schied hier weg, Klein. Grad so, wie ich meinen schweren Koffer hier reinschleppen darf. Den schweren Koffer. Voll mit all den schmucken, schicken, schnuckligen Fetagen für dich. Stück für Stück, ein super Knüller. Das bietet nur Klamottenmüller. Kauf mir was ab, Mieke, und du machst mich glücklich. Nee, nee, du, ich brauch nix. Und für dein Glück bin ich nicht zuständig. Oh, sag das nicht, Mieke. Sag das nicht, wenn du wüsstest... Oh, komm, komm, halt auf, Mensch. Du, ich hab kein Geld. Mieke, Geld brauchst du doch bei mir nicht, das weißt du ganz genau. Ja, ja, gerade darum, du. Ah, guck an, der Klamottenkerl. Mir war doch, als hätte ich da eben was hupen gehört. Richtig, Wilhelm, ich war das. Willst du tanken? Wenn du einen ausgeben willst, gern. Ich? Ich bin Sportsmann, das weißt du doch. Ich lach mich kaputt. Jawohl. Ich auch. Hochleistungssportler. Mit der Klappe, ne? Weltmeister im Sprücheklopfen. Nee, 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 Miege, so nicht. Auf meinem Fahrrad. Was meinst du, was das für Leistungen sind? Tag für Tag mit dem Rad über Land und dann mit zwei großen schweren Koffern hinten drauf. Abteilung 1, Oberbekleidung für Damen, Herren und Kinder. Und in den anderen Koffer da draußen, Abteilung 2, Unterwäsche, Haushaltswäsche, Bettwäsche. Und das alles mit Muskelkraft. Ohne Auto und ohne fremde Hilfe. Donnerwetter. Ja, nachmachen. Für mich ist auch wieder eine Figur. Hm? Danke gleichfalls. Du, ich hab ja nicht gesagt, dass ich Sportler bin, ne? Und ich will ja auch kein Motorradrennen mitfahren. Als Beiwagenfahrer, nicht? Ne? Ich weiß, was ich kann. Und was nicht? Doch, und ich weiß das nicht, meinst du nicht? Ja, ja, das scheint so. So, du vertrabt euch doch. Ja. Überlegt euch doch. Du musst dich gerade über andere Leute Figuren auslassen. Da hast du doch wieder angefangen. War ich? Ja, das stimmt. Leider. Och, Mensch, solange du mit deinem Schmierbauch bei Gerd Rennen mitfährst, da kann der nicht mal davon träumen, Rennen zu gewinnen. Mieke! Ach, ist doch wahr. Man muss wissen, wann die Zeit zum Schlussmachen da ist. Und ein Sportler, der muss das erst recht wissen. Sowas aber auch. Ja. Mensch, Hannes, was hast du dazu? Oh, diese Weiber, nee. Dabei ist Mieke doch eigentlich eine richtig patente Frau, ne? So? Wilhelm, ja. Willst du mir nicht was abkaufen? Was, ich? Ja, du, guck mal hier, dieser Pullover zum Beispiel, ne? Richtig so ein bisschen was Sportliches. Hast du eben was Sportliches gesagt? Was ist denn da los? Das hört sich an. Wenn er mit mir zusammengestoßen Mensch, oh Gott. Na, Gerd, ist da was passiert? Oh Mann, das siehst du doch. Dann steht er nicht so rum wie die Ölgötzen. Ja, du, ich fass gleich mit an, Gerd. Oh, Mensch. Hannes, stell die Stühle hier zusammen. Ja. Willem, ja. Schnell den Doktor an. Dummy noch mal. So, was doch auf. Ich wollte die Maschine doch bloß wieder in die Werkstatt reinfahren. Ach so. Ja, Mensch, die stand doch noch draußen. Von deinem Star-Foto. Ja, und denn? Mit mal war mir der Junge hier mit seinem Fahrrad im Weg, ne? Oh Mensch, du. Und ich bin doch bloß so ganz eben mit der Maschine gegen sein Fahrrad gekommen, ne? Und zuerst, ne? Stand er ja auch ganz fix wieder auf dem Bein, du. Aber als ich zu ihm hinkam, da fiel er mir schwupp in die Arme. Schwupp. Schwupp. Ja, schwupp. Können nichts mehr, die jungen Leute heutzutage. Mensch, andersrum, du Schafskopf. Wie soll ich denn das machen? Der Bengel hat doch Gewicht. Hallo, Herr Doktor. Ja, gut, dass Sie da sind. Hier ist was passiert, Herr Doktor. Was hier? Ja, hier ist Willem, der Bock von der Tankstelle. Oh. Ja, jetzt ist seine Tankstelle natürlich. Lass mich Sie mal. Schnell mal herkommen, Herr Doktor. Der Gerd wollte die Maschine doch bloß in die Werkstatt und nun liegt er hier und sagt kein Piep. Oh, gib her. Nee, nicht Gerd, das steht hier neben mir. Ich meine, den Jungen, den er umgenagelt hat, der rührt sich neben mir, glaube ich. Jensen. Ja, Herr Doktor, kommen Sie bitte schnell. Wir haben einen Unfall gehabt. Ja, ich habe einen jungen Mann angefahren. Ja, ist gut, Herr Doktor, ja. Der Doktor kommt gleich. Na, Gott sei Dank. Wir sollen ihn platt hinlegen. Er liegt platt. Ja, und ihm Luft machen. Hemd aufknöpfen, komm. Danke, das genügt schon. Nun kriege ich schon wieder Luft. Mensch, kein Kissen! Platz soll er liegen! Ah! Tut dir was weh, Jung? Ah. Oh,
Der fällt auch von einer Ohnmacht in die andere. Ich will den gleich einen kleinen einschenken. Schnaps! Er will Schnaps. Willem. Ja? Vierte Buddel von links. Was, ja? Und Platz. Motoröl? Mensch, Willem, von links, habe ich gesagt. Vierte Buddel von links. So, Junge. Du trink das erstmal. Das hier ist rein Gottes Wort. Das hilft dir wieder auf die Beine. Mir auch, Willem, mir auch. Gut, ne? Ja. Du, sag mal, Gerd, warum hast du den Schnaps in der Ölbuddel versteckt? Weil er mir in der Originalbuddel immer krank geworden ist. Krank? Das verstehe ich nicht. Schwindsucht. Galoppierende. Was du nicht sagst. Ja, da reden wir noch über dich. Eins, zwei, drei, vier. Prost, dann ist gut. Ja. Er lebt noch, glaube ich. Du, guck mal. Oh Mensch, das ist ja der Doktor schon. Oh. Oh, Hannes? Ja? Wäre gut, wenn du das hier nicht überall ausposaunen würdest, ja? Ich? Kein Wort. Ja, ist nicht schön, dass mir der dösige Bums gerade mit der Rennmaschine passiert ist. Nee, wieso? Ja, Mensch, weil die doch für den normalen Verkehr nicht zugelassen ist. Normalen Verkehr? Ja. Verstehe ich nichts von. Oh. Ach so, ja, nee. Kannst dich ganz auf mich verlassen. Ich kann schweigen. Ach, na, Hauptsache, du tust das auch. Ja, wo haben wir unseren Patienten denn? Hier. So, den wollen wir mal sehen. Junge, was machst du denn für Dinger? Du bist doch hier nicht auf der Rennbahn. Ist doch halb so schlimm. Hoffe ich jedenfalls. Naja, der Puls ist absolut normal. Ja, ja. Ich bin ja auch so ganz eben gegen sein Fahrrad gekommen. Habt ihr die Polizei verständigt? Was? Ja, hier ist ein Mensch zu Schaden gekommen. So, ja, doch, klar. Gerd, ich schicke die Maschine erstmal in die Werkstatt. Ja, so. Tut dir was weh, mein Junge? Nee, nur der Fuß. Der Fuß tut weh. Ja. Soll? Ein bisschen. Ah. Oh, das läuft sich wieder zurecht. Komm mal hoch, mein Junge. Wollen wir sehen, ob die Rippen auch heil geblieben sind. Och, sind sie. Glaube ich ganz bis denn. Tut hier was weh. Nee. Mal tief Luft holen. Ausatmen. Tut das weh? Nee. Tut hier was. Was Ernstes, Herr Doktor? Bisschen angeschwollen. Der Fuß vom jungen Mann. Ich werde jetzt mal. Nee, komm, jetzt lass mal. Die Polizei brauchen wir nicht. Wirklich nicht? Nein, wir brauchen eine Schüssel mit kaltem Wasser und vielleicht ein bisschen Eis, damit wir den Fuß kühlen können. Wird gemacht, Herr Doktor. Geht klar. Bin schon unterwegs, Herr Doktor. So, junger Mann, nun darf ich Sie nur mal fragen, wie Sie heißen. Was? Sie haben mich recht gut verstanden. Ihren Namen möchte ich wissen. Was? Das habe ich nicht verstanden. Hansen. Vornamen? Hans. So, Hans. Mhm. Und wie heißen Sie wirklich? Dolly, auch Hansi. Und würden Sie mir vielleicht auch noch verraten, was das ganze Theater soll? Sie spielen hier einen schwerkranken Mann und sind ein Mädchen, das den Fuß ein bisschen verknackst hat. Wenn der überhaupt verknackst ist. Nö. Aber denn ist ja alles gut gegangen, Herr Doktor. So, meinen Sie. Nicht böse sein, Herr Doktor, bitte. In der Zeit, in der Sie mir diese Komödie vorspielen, in der Zeit braucht mich vielleicht ein Mensch, der wirklich krank ist. Haben Sie daran denn überhaupt nicht gedacht? Nee. Und ich will das auch bestimmt nie wieder tun. Ehrlich? Ehrlich. Naja. Ist gut. Oh, Herr Doktor? Was nun denn noch? Herr Doktor, als Doktor. Ich meine, als Arzt. Ja? Als Arzt haben Sie doch die Pflicht zu schweigen, nicht, Herr Doktor? Zu schweigen? Über was? Über mich.
über alles, meine ich. Nein, mein Fräulein. Die Tatsache, dass Sie weiblichen Geschlechts sind, die fällt nicht unter die ärztliche Schweigepflicht. Die ist vielmehr, wenn man genau hinsieht, genau das, was man ein öffentliches Geheimnis nennt. Denn wollen Sie mich jetzt verraten? Ja, das kommt ganz drauf an, was Sie wirklich ausgefressen haben. Ausgefressen nix. Ja, und warum erscheinen Sie hier als Transvestit? Ich will der Beifahrer von Gerd Jensen werden. Beifahrer? Ja. Von Gerd? Ja. Bei Motorradrennen? Ja. Und warum? Warum nicht? Och, Mädchen als Schmiermaxe. Nee, aber wenn er kein Mädchen haben will, dann muss ich eben Junge werden. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. So einfach ist das also. Nee, überhaupt nicht einfach. Fräulein Hansen, sind Sie eigentlich ganz sicher, dass Gerd Jensen überhaupt einen Beifahrer braucht? Ganz sicher, Herr Doktor. Er hat doch einen. Den Ohrenknacker können Sie vergessen, Herr Doktor. So? Wilhelm Bock ist so alt und dick und fett und steif, dass einem die blanken Tränen kommen, wenn man das nur ansieht. Was? Wie Gerd sich Rennen für Rennen abquält mit dem Ohren-Steif-Bock auf der Maschine. Och, Herr Doktor, so ein Beifahrer, der muss schlank und flink und wendig sein. Können Sie sich da nur so ein Bild von machen, Herr Doktor? Ja, dafür ist Wilhelm sicher ein bisschen zu ruhig. Zu alt ist er. Tja, Fräulein Hansen. Jung sind Sie ja. Jung, ja. Aber kein Junge. Och, Herr Doktor, Mädchen sein ist so langweilig. Das eine darf man nicht und das andere darf man nicht. Und die Jungs, die dürfen alles. Ja, ja, ja. Bis sie heiraten. Dann gibt sich das. Warum bin ich kein Junge geworden? Ich mochte schon früher viel lieber Fußball spielen als mit meinen Puppen. Wissen Sie was? Ich kann auch Skat spielen. Ja, und wie ist es mit dem Bratkartoffelbraten? Oh nee, nicht so gerne. Ich fühle mich einfach mehr als Mann. Ja, und was soll daraus werden? Mit meiner Freundin habe ich eine Wette abgeschlossen, dass ich das schaffe, Gerd Jensens Beifahrer zu werden. Und dass ich das schaffe, auf der Rennbahn meinen Mann zu sehen. Naja, viel Glück. Meinen Sie das ernst? Ganz ernst. Und Sie schweigen? Solange Sie hier nicht zu viel Unfug anrichten, ja. Oh, danke, Herr Doktor, vielen Dank. Nicht zu danken, Freund. Ja, Herr Doktor. Erstmal das Wasser. Eis kriegen wir auch gleich. Ja, ist gut, hier. Setz dich hierher und dann macht ihm der junge Mann kalte Umschläge. Hansen heißt er. Hans Hansen. Hat sich dir wohl noch gar nicht vorgestellt, nicht? Nee. Sind wir noch gar nicht zugekommen. Ich heiße Jensen. Hi. Ja, und für mich wird's jetzt Zeit. Tschüss, Gerd. Und wenn das ist, dann ruf an, ja? Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Oh, Herr Doktor? Ja? Danke. Tschüss. Sag mal, machst du das immer so? Der Doktor ist doch keine Frau. Guck mal, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aua! Mensch, stell dich nicht so an. Du lebst doch noch, oder? Mein Knack. Und dreckige Füße hast du. Auch draußen rumgelaufen, auf der dreckigen Straße, ehe sie mich so einfach umgefahren haben. Einfach umgefahren? Du schlägst ja wohl 13, mein Junge. Ich bin nicht ihr Junge. Eigentlich hätten wir deine Mauken erst mal waschen müssen. Dann tu das doch. Wer? Du. Du? Nee, du. Du werd nicht frech, alter Freund, ja? Du sagst ja auch du zu mir. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du, was? Ah! Du musst dich nicht so anstellen. Kalt ist das! Oh, hauer, hauer, ha. Ganz schön alt bist du schon. Du sollst dich nicht so anstellen, hab ich gesagt. Erst gehst du mit meinen kaputten Knochen zur Kehr und dann... An deinen Knochen ist gar nichts kaputt. Rein gar nichts. Du wirst dich wundern, was bei mir alles kaputt gegangen ist. Durch deinen Leichtsinn. Sowas.
eine Rennmaschine einfach so über die Straße zu schieben. Das ist verboten. Ja. Ach nee. Und das weißt du so genau, was? Ganz genau. Dann bist du wohl einer von den ganz Klugen, was? Da kann's auf einmal. Aua! Sei doch ruhig. Da denke ich ja gar nicht dran. Wenn du mich hier so piesackst. Was denn, was? Denn ruf ich den Doktor. Ach nee, den lieben, lieben Onkel Doktor. Wo soll ich eigentlich schlafen? Du? Ich, ja. Wenn ich mich hier eine Zeit lang erholen soll von dem Unfall. Erholen? Hat der Doktor gesagt, ja. Hat er gesagt, so. Und hat er auch gesagt, wie lange sowas dauern kann? Lange. Ziemlich lange. Natürlich. Wenn du Pech hast, dauert sowas ein halbes Jahr. Oder noch länger. Ich hab aber kein Pech, mein Junge. Ich hab Glück. Du wirst mir das vielleicht nicht glauben. Aber ich bin ein Glückspilz. Ich hab Glück, Glück, immer zu bloß Glück. Und darum bleibst du auch gar nicht lange hier, überhaupt nicht. Weil ich dich nämlich rausschmeiß. Verstehst du? Hochkantig. Und das dauert gar nicht mehr lange. Dann fliegst du hier raus. Jawohl! Rokiert, nicht so laut. Was schreist du denn so? Ich schrei so viel ich will. Und so laut! Ich will. Oh, richtig ab, Jung. Nee, will ich nicht. Was ist denn los? Er ist ausgeflippt, wegen dem Unfall. Ein Unfall? Er hat einen Bums gebaut mit mir. Oh, okay. Und nun werde ich mir wohl so allmählich klar, was er da bei mir für einen Schaden angerichtet oh, hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, das ist doch halb so wild. Und nun gehen ihm die Nerven durch. So was kommt schon mal vor. Ja. Ist wohl der Schock. Also du bist doch das festeste Bär. Das festeste Bengel, das mir jemals über mich gelaufen ist, du! Gerd! Schrei ihn nicht so an! Du gib mir mal die Schüssel mit dem Eis rüber. Ja? Die Schüssel! Hier! Du! Sie sind wirklich nett! Ja, das ist doch klar, mein Junge! Hier bei Ihnen werde ich mich bestimmt gut erholen! Erholen? Wovon? Davon. Aber der Fuß ist doch bloß ein bisschen verknackt. Wahrscheinlich nicht mal das. Jedenfalls bleibst du nun erstmal hier bei uns, mein Junge. Bleibt er nicht. Dafür sorge ich schon, mein Junge. Oh. So, nun komm mal her. Steh mal auf, aber vorsichtig, ne? Ganz vorsichtig. Oh, ich hab doch gesagt, vorsichtig. So, und nun leg ich dich aufs Sofa in Gerds Stube, ne? Mann, ich bring dich schon wieder auf die Beine, du. Sag mal. Gerd, mach die Tür auf. Ja. Oh, nun kommen die da auch noch. Die Schreiber, die haben mir gerade noch gefehlt. Schreib mal die Quittung aus. 60 Liter Diesel für Krischern und 45 waren das doch wohl nicht für Kassen, ja? Der Träger, der säuft wie ein Loch. Der kommt sicher nach dir, kommt er. Wenn der Sweet noch teurer wird, dann spann ich die Pferde mal wieder an. Ja, mal zu, Krischern. Dann kann ich hier ja dicht machen. Das kann schneller kommen, als du denkst, kann das. Was? Das dicht machen. Willst du uns ärgern? Überhaupt nicht. So. Er hat recht. Was ist denn los? Allerhand, wie es scheint. Verstehst du das? Kein Wort. Wenn ich dir nur sag, dass die neue Straße nicht kommt. Ich lach mich kaputt. Das vergeht dir gleich. Ja, was ist denn? Die Straße kommt nicht. Nee. Und hier kommt sie schon gar nicht vorbei. Was heißt das? Soll die Sabbelei? Ist keine Sabbelei, diesmal nicht. Aber die Straße ist doch eine beschlossene Sache. Das war eine beschlossene Sache, Wieland. Sie haben sich das anders überlegt. Wer Sie? Wer hat sich das anders überlegt? Der Gemeinderat hat das doch beschlossen. Jawohl. Und das weiß keiner besser als ihr beiden. Sitzt ihr im Gemeinderat oder nicht? Ja. Und da bleiben wir auch sitzen bleiben. Ja.
Und hat der Gemeinderat damals die neue Straße beschlossen oder nicht? Ja. Und hat er beschlossen, dass die neue Straße hier draußen vorbeiführt? Direkt immer vor dieser Tankstelle? Ja, Georg Halle. Na siehst du, Sie haben sich das trotzdem anders überlegt. Ach, der Gemeinderat hat sich das mal wieder... Ach, so, habt ihr euch das vielleicht anders überlegt? Nee, Gerd. Wir haben da nichts mit zu tun. Das Geld langt nicht, Gerd. Was denn? Moment mal. Das Geld, das die Landesregierung zuschießen wollte, das haben sie gestrichen. Wer? Ja, die Landesregierung, nehme ich an. Nimmst du an? Ja. Nimmst du an? Und was soll ich nun annehmen? Ich nehme an, ich kaufe mir nun einen Strick. Du schießt mich damit tot. Davon läuft unsere Tankstelle auch nicht besser. Mann, du mein ganzes Geld. Jeden Pfennig, den ich auf der hohen Kante hatte, habe ich in diese Bruchbude gesteckt. Ja, was glaubt ihr denn, das hätte ich getan, wenn das mit der neuen Straße nicht klar gewesen wäre? Wenn das den Beschluss von dem Gemeinderat nicht gegeben hätte? Ach, das wissen wir auch, Georg. Ja, ja, das habt ihr gewusst. Alle habt ihr das gewusst. Ach, Mensch, und jetzt kommen die da oben bei mit Mal und überlegen sich das anders. Mensch, das könnt ihr mit mir doch nicht machen! Doch nicht mit mir! Nee, uns hättest du doch irgendwie die Plünden hebt sonst! Wieso? Naja, die Straße soll nur anders laufen. Anders? Wo soll sie anders laufen? Das Geld für die Brücke über den Bach, das wollen sie sparen, wollen sie. Ja, und denn? Ja, denn soll die Straße so um das Dorf rumgeführt werden, dass sie gar nicht erst bis zum Bach rankommt. Und da brauchen sie unser Land für. Krüschern seins und meins. Ach, so. Nee. Nicht, was du denkst, Gerd. Wir spekulieren nicht mit unserem Grund und Boden. Nee. Meine Koppel sehe ich nicht her. Ich auch nicht. Über mein Land kommt die neue Straße nicht. Ach, wirklich nicht? Oh, was denkst du? Weißt du, was das für einen Bauern bedeutet, wenn er sein Land hergeben soll? Ja. Weißt du das? Ja. Das ist, als wenn ihm ein Stück von seinem Herzen aus der Brust gerissen wird. Oh, Mensch, das ist... Gerne. Der junge Mann vom Kreisbauamt, der vorhin bei uns war. Bei euch? Ja. Wegen meiner Koppel für die neue Straße. Mit so einem ganzen Vermessungstrupp war da zu klein. Namen der? Namen. Wird hier auch Benzin verkauft? Oh, wie meinen Sie das? Ist nur eine Frage. Ich möchte ihn nämlich nicht gern stören. Voll tanken? Ja, bitte. Und Sie also wollen die neue Straße nun auch mal ganz woanders hinlegen? Ich? Nee, Herr Jensen, ich bin daran nicht interessiert. Überhaupt nicht. Ja, Kassen, ich muss, ne? Ja, Christian, das muss. Und wenn wir noch so lange übersammeln, dann wird das auch nicht anders von. Tja, Gerd, das hat uns ja nun alle getroffen, hat uns das. Wie der Blitz aus dem heiteren Himmel. Da müssen wir durch. Hauptsache, dass wir uns einig sind. Ich glaube, das letzte Wort in dieser Sache ist noch gar nicht gesprochen. Das glaube ich auch, Herr Kreimann. Wirklich? Ja. Naja, jedenfalls, er sollte sich dir mal noch nicht so mit zu Kopf zerbrechen machen, Gerd, nicht? Auf uns kannst du dich verlassen, Gerd. Kannst du? So viel ist sie fest. Mein Land kriegen sie nicht für die neue Straße. Und meins auch nicht. Und meine Stimme im Gemeinderat kriegen sie da auch nicht für, dass die Straße nun anders laufen soll. Und meine auch nicht. Wir beide stehen ganz auf deiner Seite. Doch, das wollen wir dann doch mal sehen. Ja, das wollen wir dann doch mal sehen, ob wir das... Prima Kerle, die beiden, was? Ja, anhören tut sich das ganz gut, Herr Jensen. Oh, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr. Danke. Stürmer, Werner Stürmer vom Kreisbauern. Freut mich. Tja, und was ist da nun wirklich los mit der Straße? Sparmaßnahmen. Die Brücke über den Bach kann nicht mehr gebaut werden. So. Und nun klamüstern wir rum, ob wir die Straße nicht so legen können, dass die Überbrückung des Mühlenbaches entfallen kann. Und das kostet mich die Existenz. 30 Mark jetzt. Ja, danke. Quittung? Ja, bitte. Ja, aber wenn die neue Straße nun nicht mehr über den Bach gehen soll, dann muss sie doch viel weiter außenrum geführt werden. Denn direkt an der Schule vorbei. Nicht nur das, auch an dem neuen Kindergarten. Was? Die haben doch wohl ein Rad ab da oben, was? Ja, Herr Jensen, mit Geld haben die da oben schon Blödsinn genug gemacht. Aber ohne Geld, da fällt ihnen erst richtig was ein.
sage ich nur, wenn ich hier kaputt gehe, dann gehe ich in die Politik. Da können Sie Gift drauf nehmen. Bleiben Sie mal lieber beim Sport. Ach so, Sie kennen mich? Ja, ich will mir das Rennen am Sonntag auch wieder angucken. Wirklich? Mhm. Ja, freut mich. Sie sind am Sonntag doch dabei? Versteht sich. Sie haben eine prima Fahrtechnik, Herr Jensen. Oh, danke. Mann, nur, warum haben Sie immer noch diesen alten Knacker von Beifahrer? Alten Knacker? So alt ist er doch noch gar nicht. Was? Der ist doch bestimmt schon zweimal aus dem Schneider. Knapp 50. Er sitzt aber auf dem Beiwagen, wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Können Sie Ihrem Chef nicht mal beibringen, dass sein Schmiermatze viel zu alt und zu steif ist für den Sport? Oh Mann! Das war. Wer? Mein Beifahrer. Oh, na, da habe ich ja schön was angestellt. Ach was, nee. Ja, ich weiß, er ist zu alt, aber ich mag ihm das einfach nicht antun. Er ist mit Leib und Seele bei der Sache. Aber Sie brauchen einen jungen Beifahrer, Herr Jensen. Einen mit Pep. Mensch, dann sind Sie doch überhaupt nicht zu schlagen. So, du, ich habe ihn erstmal. Oh, guten Abend. Guten Abend. Du, ich habe ihn erstmal in dein Bett gelegt, ne? Was denn? In mein Bett? Ja. Und wo soll ich schlafen? Auf dem Sofa. Was? Mit dem Bengel in einem Zimmer? Ja. Lass ihn doch oben in der Kammer schlafen. Oh, Gerd, die Treppe kommen noch gar nicht rauf mit seinem. Anstellerei. Gerd! Simulieren tut er und will sich hier ein paar schöne Tage machen. Also Gerd, ich weiß wirklich nicht, was ich von dir noch halten soll. Also Mieke. Ach, halt Mund, ich will von dir jetzt gar nichts mehr hören. Oh, ist ja doch wohl zu doll. Mensch, der Junge hat Sonnenschmerzen, darf er nicht mal in dein Bett. Mieke! Ach, was? Nun wissen Sie Bescheid, Herr Jensen, was? Meine Haushälterin habe ich geerbt. Sie hält sich immer noch für erziehungsberechtigt. Ja, ich muss nun los. Ja, gucken Sie mal wieder rein. Gern. Und viel Glück wünsche ich Ihnen für Sonntag. Und für den Schlamassel mit der Straße. Danke, Herr Läufer. Stürmer. Ach so. Entschuldigung, habe ich vergessen. Macht nichts. Und was ich für Sie tun kann, das tue ich gern. Tschüss, Herr Jensen. Tschüss, Herr Stürmer. Ich wollte, du könntest was für mich tun, Junge. Kreisbauamt. Warum sitzt du denn nicht in der Landesregierung, Mensch? Herr Menke, kann ich Heike schnell mal kriegen? Ja, danke. Heike, ich bin hier. Bei ihm. Ja, du, das hat geklappt. Ich bin einfach gegen seine Maschine gefahren und dann hat er mich eigenhändig in sein Haus getragen. Auf seinen starken Arm bin ich hier reingeschwebt. Du, Heike, ich schleife mich nachher hier weg und schlaf bei dir, ne? Durch das Fenster? Ja, gut, mach ich dir. Oh, er kommt! Tschüss! Was denn? In mein Pyjama? Und telefonieren auch noch? Danke. Haben der Herr sonst noch Wünsche? Sorgen. Was weißt du von Sorgen, Bengel? Oder hast du dich geärgert? Ja.
Weil du nur auf dem Sofa schlafen musst? Du, das geht nicht. Du schläfst oben in der Kammer. Mach mich mit einem fremden Kerl in meinem Zimmer schlafen. Wenn du noch länger so grob zu mir bist, dann rufe ich Mieke. So weit kommt das noch? Solange ich krank bin, stehe ich unter ihrem persönlichen Schutz, hat sie gesagt. Aber bloß solange du wirklich krank bist. Vielleicht kann ich mich hier ein bisschen nützlich machen. Wobei? Als dein Beifahrer. So, mir ist das raus. Also du spinnst doch. Nee, du spinnst. Also, werd nicht frech, ja? Frech bin ich doch schon, hast du gesagt. Alter, wie kommst du denn auf die Idee? Du suchst doch einen Beifahrer. Noch habe ich einen. Der dicke Opa gehört nicht mehr auf die Rennbahn. Also was der zu dick ist, bist du mir zu flatzig, ja? Och, versuch das doch mal mit mir nur einmal so zur Probe. Komm, gib mir eine Chance. Guck dir an, wie ich mich anstelle. Und bitte, Gerd, einmal nur. Betteln kannst du wie ein Mädchen. Also, was ist? Und dein Fuß? Ja. Ist morgen schon wieder besser. Glaube ich. Na gut. Wenn der morgen wirklich wieder in Ordnung ist, dann will ich das Sonntag mal mit dir versuchen. Aber bloß dann. Oh, ich freue mich, du. Ich freue mich ja so. Nun schlafe ich wirklich da oben. Freiwillig. Hans Hansen. Vergiss das Humpeln nicht. Alles. Sag was. Was? Ich soll dir Prost sagen, wo du mir nicht mal einen kleinen Schluck abgibst? Prost, Hannes. Es dicken sollst du an dem Kram. Danke. Es dicken tue ich auch so schon. An meiner Wut. Ja, und an deiner Enttäuschung. Nicht, Wilhelm? Das Menschliche. Wilhelm, ich sag ja immer, so eine menschliche Enttäuschung, die tut am schlimmsten weh. Tut sie, Hannes, tut sie. Du bist Mensch. Du weißt, was Mensch gebraucht. Schnaps. Was? Ja, das auch. Ja, das. So. Wilhelm. Prost. Und so ein klein bisschen Menschlichkeit braucht der Mensch. Sag ich doch. Ja? Menschlichkeit. Mit so einem alten Eisenschweiß er mich. Bloß wegen diesen hergelaufenen Bengel. So eine menschliche Enttäuschung, Wilhelm. Ja. Die kann ich auffressen. Kann die dich? Ja, kann sie auch, kann sie auch. Wer gut schmiert, der gut fährt. Nee. Wilhelm, du solltest dir da nicht so viel Sorgen drum machen. Du solltest dir was gönnen. Wilhelm, dir was kaufen, wo du Spaß dran hast. Glaub mir, das hilft. Guck mal, Wilhelm, dieser Pullover zum Beispiel, nicht? Sportlich, flott, als wenn er für dich gemacht wäre. 8 Tage trainieren die beiden schon miteinander. Aber glaubst du, dass sie auch bloß 1 Kilometer mehr rausgeholt haben? Oder hier, guck mal, Wilhelm, dieser Schlips, ne? Die neueste Mode. Das sind Farben, Wilhelm, genau deine Farben. Du musst dir mal anhören, wie der Bengel angibt. Nach seinen Sprüchen fahren sie schon mit doppelter Schallgeschwindigkeit. Kannst du denn nicht wenigstens ein paar Strümpfe brauchen, Wilhelm? Weinen möchte ich, wenn es nicht so traurig wäre. Ein Taschentuch? Nee! Ich muss doch Umsatz machen, Wilhelm. Wo war ich denn stehen geblieben, ne? Bei deiner menschlichen Enttäuschung, von der ich leider nicht satt werde. Hallo, Jungs! Mensch, Wilhelm, halt dich fest, dass du nicht vom Stuhl fällst. Weißt du, was wir heute Abend beim Training rausgeholt haben? 112! Als runde Mittel! 112 Kilometer! Was sagst du nun? Siehst du nicht, wie er sich freut? Hol du die Snut, ja? Mensch, Wilhelm, beiß ihn doch nicht gleich tot. So ein Tempo haben wir beide doch noch niemals rausgeholt. Oh, ihr hättet doch aber Hans auch mal sehen sollen. Wie so ein Trapezkünstler hat er sich bewegt. Na, Gerd, kleine Belohnung für den jungen Mann. Was kostet er? Für dich 10 Mark. Mach's leiden.
Für mich? Nee, nee, Gerd, das ist noch zu früh. Du solltest ihn Wilhelm schenken, hm? Zum Dank oder so. Ja, Wilhelm. Brauch kein Almosen. Und dein Mitleid brauche ich schon lange nicht. So was. Schiefgelaufen, ne? Wenn die Herrschaften einen kleinen Wunsch haben. Klein bisschen allein sein, Hannes, ja. Ich versteh. Ich gehe nur wieder auf die Reise, Klamottenmüller. Brich die Preise. Alles klar, Hannes. Alles klar, bis auf meine 10 Mark. Hä? Ach so, ja. Hätte ich ja beinahe vergessen. Ich nicht. Du, Gerd, wenn du Mieke siehst, nicht, dann grüß sie mal ganz doll von mir. Ich hätte ihr zu gern mal wieder was verkauft. Nein. Tschüss, Dan. Tschüss, Anna. Tschüss. So, Hans. Und dann setz dich erst mal hin. Mensch, Junge, du, ich freue mich, dass du mir über den Weg gelaufen bist, du. Über den Weg bin ich dir ja eigentlich gefahren, wa? Egal, du. Ich freue mich sogar, dass ich dich angefahren habe, du. Da haben wir ja alle beide Glück bei gehabt. Ja, so ist das, du, so ist das. Du, wenn wir Sonntag so fahren, wie heute beim Training, dann haben wir eine reelle Chance, gut auszusehen. Verdammt gut können wir. Mensch, Gerst! Mir kribbelt das nur schon in Händen und Füßen. Oh, mir auch, du. Das kann, weißt du, das kann eine ganz, ganz große Chance für uns werden. Ich glaube da an dir. Ganz fest, glaube ich da. Hey, 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 hey. Hans? Ja? Du bist mein Freund. Von heute ab bist du mein Freund. Ich will für dich tun, was ich kann, Gerd. Oh Mann, du. Ich verlasse mich auf dich, ja, mein Junge. Aua. Aber einen richtigen Mann muss ich wohl erst noch aus dir machen, was? Komm, na los, Gerd. Wie du das willst. So, Hans. Und nun muss ich uns anmelden für das Rennen. Dein Name ist also Hansen Hans. Hm? Sten. Und du kommst aus Flensburg. Ja, Sten da. Und die Straße? Sten da. Was? Nummer 12. Ja, was denn Nummer 12? So, Bahnhofstraße. Bahnhofstraße Nummer 12. So, Jensen. Danke. Bitte, bitte. Aber so was Dösiges, ne? Danke. Bitte, bitte. Guckst mich so an. Hab ich was an mir? Hä? Nee, nee, nee. Ach, wenn du Mieke mal herrufen machst. Hä? Warum denn nicht? Ne? Mal eben rauf. Du, bitte heißt das doch wohl, nicht? Bitte. Ja. Danke. Ja, und nun? Ja, was nun? Nun kannst du wieder gehen.
ne? Nein, nein, rein gar nichts. Und in deinem Kopf ist auch alles in Ordnung? Absolut, ja, ja. Warum? Weil du mich ziemlich dösig anguckst. Sowas aber auch. Willem! Willem, lang mir den Kassenblock mal eben rauf. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Was? Naja, dass da ein Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Da bist du wirklich nicht zu früh drauf gekommen. Ich habe einen Verdacht. Von wegen dem kleinen Unterschied? Aber der Sache, Willem. Ja. Der Sache. Wir beide jetzt mal auf den Grund. Wir beide? Hans! Ja? Mieke! Ja? Mach uns mal eben drei schöne steife Grotz. Komm, setz dich hin. Ach so. Ja, Gerd. Was soll ich? Dich hinsetzen. Wollen wir mal mit dem Skat ansetzen? Dass wir einen richtigen Mann aus dir machen. So einen richtigen Männerskat? Da bin ich schon lange mal wieder scharf drauf. Die olle Frau Mischke aus Mischbüdelshausen, die hat sich totgemischt. Mal nicht so großschnauzig, junger Mann, ne? Ja, so. Wir spielen... Hä? Ja, na klar spielen wir. Wir spielen um ein Pfennig. Mehr nicht. Und stopp. Dann wollen wir uns erstmal eine ins Gesicht stecken. Mensch, sind die schwarz. Oh, mach's nicht. Brasil? Die ist gerade richtig für mich. Mehr. 30. Mehr. 3. 6. Mehr. 3. 6. 40. Mehr. Pass. Mehr. Hm? Nun wer? Selber raus. Ja. So, Nummer 1 an der Büchse. Ist doch nicht zu kriegen. Vom Platz spielt meine Großmutter in Düstern, du gibst. Ich? Oh, nö, nö, das kann Geld für mich machen. Ich kümmere mich erstmal um deinen Grog, wa? Skat spielen kann er.
Und rauchen tut er wie ein Schlot. Und? Und nun? Wollen wir mal gucken, wie er mit dem Grog umgehen kann? Du ein Glas und klappst vom Hintern und er liegt unterm Tisch. Ja. Ja. Sag, meine Herren, der Grog-Ock. Wollen hoffen, dass Miki ihn ordentlich wörtlich angerührt hat. Ja, ja. Ja, denn, Prost, die Herren. Prost! Prost! So ein Grog, der haut doch eigentlich gar nicht richtig hin. Das meiste ist doch nur Wasser. Ja. Dann lass uns mal einen neuen kriegen, wa? Ja, ja. Wie können noch drei? Ja. Angeber. Das ist schon besser. Nee, nee. Geben wir einen Sagen. Krankhand. Los, Willem, raus mit deinem Bettzeug. Kontra! Hey. Das wird dir leid tun. Meiner. War deiner. Und der und der und der und der und der von hinten, den Rest könnt ihr behalten. Ich hab 63. So, spielt man mit Studenten. Das ist der Letzte. Der Rum ist nämlich alle. Wer soll den haben? Ich. Willem, mach die Klappe zu. Dein Herz wird kalt. So was habe ich noch nie gesehen. Ach, mit Grogs müsst ihr im Flensburger Jungen nicht kommen. Da können wir schon mit umgehen, ehe wir Papa und Mama sagen können. Mein Verdacht war falsch, Willem. So viel steht fest. Hans ist ein tüchtiger Kerl, was? Oh, ziemlich große Klappe hat er, Johann. Tüchtiger Kerl ist er. Kerl, Kerl. Wenn einer sich breiter machen kann, als sein Hemd ist, dann ist er für euch ein Kerl, ne? Toch, bevor ich mich mit so einem Kerl abgebe, dann schaffe ich mir lieber einen Köder und einen Kader dazu, dann habe ich genau dasselbe. Wieso? Der Köder knurrt und bellt den ganzen Tag. Und der Kader kommt spät in der Nacht nach Haus. Schietkerls! So was aber auch! Nun weißt du, was ich von dir hält, Hans. Namen zusammen. Mensch, Heike! Ist ja ganz was Neues, dass du mal bei mir einguckst. Hallo, Heike! Na, meine Süße, mein Schnuggel, meine Zuckerpumpe. Und ist das nicht mehr aushalten ohne mich? Wir sind hier gerade dabei, so ein bisschen zu tanken. Ich kann dir sagen, das ist hier vielleicht eine fröhliche Tankstelle. Ich muss mit dir sprechen. Was habt ihr denn miteinander? Was? Weißt du das noch gar nicht? Hat sich das noch nicht rumgesprochen im Dorf? Heike ist meine Freundin. Na, nu! Und ich bin Heike, ihr Freund. Hans, du hast zu viel getrunken. Wir sind uns einig, Heike und ich. Donnerwetter, Hans. Was sagt denn Vater Krishan dazu? Könnt ihr uns wohl mal einen Augenblick allein lassen, Gerd? Wir stören doch wohl nicht, oder? Ich muss mit Hans in der vier Augen sprechen. Alle Achtung! Ist erst 8 Tage hier und hat sich schon das schönste Mädchen im Dorf geangelt. Tja, wa? Komm, Willem. Ist der Bengel nicht ein bisschen zu jung für dich, Heike? Nicht zu glauben, dass die auf deinen Hans Wusterer reinfallen. Schauspielkunst, das kann man, oder man kann das nicht. Und ich bin ein tüchtiger.
Junge. Was glaubst du, was ich denen alles vorgespielt habe? Hier, zwei Grogs mit drei Schlucken. Da kamen die Männer nicht mit. Oha. Aber ich hatte Mieke vorher eingeweiht. Der Rum, der war bloß Tee. Dolly, du kannst nicht mehr bei mir schlafen. Na du? Der Vater hat was gemerkt. Oha. Die Nachbarn haben ihm erzählt, dass ich nachts einen Kerl bei mir in der Stube habe. Und dass du heute Morgen aus meinem Fenster geklettert bist. Mensch, Heike, besser kann das doch gar nicht kommen. Die halten mich nicht nur für einen Mann, die halten mich sogar für einen Supermann. Dolly, du bist verrückt. Ja, verrückt vor Liebe. Was du denn? Ja, Heike, du hast richtig gehört. Verrückt vor Liebe. Und das kribbelt im Herzen und das deicht hier rauf bis in den Hals. Das ist keine Liebe, das ist Sodbrennen. Wenn ich ihn angucke, Heike, dann krieg ich einen dicken Klüten im Hals. Geert? Ja. Der Klüten heißt also Geert. Und ich habe mal gehört, du machst das ganze Theater aus Begeisterung für den Motorsport. Und weil du unsere Wette gewinnen willst. Gewinnen will ich immer noch, Heike. Unsere Wette und das Rennen nächsten Sonntag. Das gucke ich mir an. Das Rennen, du? Ja, natürlich. Aber du hast dich doch noch nie... für Motorradsport interessiert. Genau. Blödsinn ist das, hast du gesagt. Genau, ist das auch. Darüber denke ich anders. Werner auch. Ach so? Ja, so. Und dein Werner? Hat mich eingeladen zu deinem Rennen. Mein Rennen? Oh Mensch, Heike, das wird ja immer schöner. Mein Rennen ist das nun schon. Und dein Werner, der macht sowas? Und mich macht er auch, hat er gesagt. Und du? Ist das bei dir genauso wie bei mir? Ja, Dolly, das kribbelt und das kitzelt und... wenn ich ihn dann sehe... Dich hat er sogar fix erwischt. Ach, Dolly, er ist doch hier im Dorf. Hat hier zu tun, Vermessungsarbeiten und so, für die neue Straße. Ach, darum. Was? Darum störe ich dich, wenn ich nachts bei dir schlafen will. Oh, Dolly, das ist nicht recht. Das eine steht fest, du bist meine Freundin und fremdgehen gibt das nicht. Dein Hans passt auf. Wo ist Gerd Jensen? Vater, hilf mir wie eine Büchse. Komm, komm schnell, Hacke, ich lass dich hinten raus. Gerd! Steckt der Kerl. Ich muss mit ihm sprechen. Gerd! Ah, hier hängt er. Was ist denn los? Ja, wo steckt der Kerl? Na, hier. Wo? Also so spittelig bin ich doch nicht, dass ich mich nicht sehen kann. Dein Beifahrer, meine ich. Ach, Willem. Also, Kerl, lass mich nicht erst doll werden. Mit deinem Beifahrer will ich's nicht absprechen. Mit dem hergelaufenen Bengel aus der Stadt. Ach so. Also, was der Bengel sich einbildet. Meine Heike, meine Tochter. Ach, Hans. Meine Tochter ist kein Freiwild. Für so'n Schnösel, so'n Pranger, so'n Schlucker, so'n... Ja, Gerd, was soll ich? Herr Menke will mit dir sprechen. Moin. Moin. Hier gibt das nichts zu sprechen. Aber eins sollen Sie genau wissen, junger Mann. Von meiner Heike lassen Sie die Finger. Die ist nichts für so'n Mitgiftjäger, der nichts an den Füßen und nichts an den Hacken hat. Und wenn ich dich noch einmal... und mein Haus rumschleifen seh, du Stromer, du. Dann krieg ich die bei Kopf und Stert und brech dir die Knochen einfach kaputt. Jawohl! Ja, ganz schön. Du, Schutzjäger, du! Hier steckst du, Kröscher, ich such dich überall! Ja, was ist denn los? Der Bürgermeister hat angerufen, der Gemeinderat soll... Aber ja, was ist denn? Sondersitzung, Kröscher, wegen der neuen Straße. Was denn? Ach. So plötzlich? Ja. Die Sache ist einig, sagt der Bürgermeister. Der Kreisbaurat kommt selbst. Und der andere auch. Du weißt doch, der junge Mann, der bei uns war. Der Stürmer. Ja. Sie wollen uns Bericht geben, was die Regierung nun wirklich gesagt hat wegen der Brücke. Da bin ich aber gespannt. Ja, du wirst das Gewahr hier, das verspreche ich dir. Aber dass du ihn hier ins Dorf geholt hast, von wegen bei meiner Heike einsteigen. Durchs Fenster. Nun, guck an. Da ist Heike sicherlich auch nicht unschuldig an, ne? Sie hätte ihn ja nicht reinlassen müssen. Was? Was hast du noch? Meine Heike, meine Dern? Mensch, Christa. Ach, die Swingdack ist doch wohl die Magerat. Aber das soll dir noch leid tun. Warte mal ab, Gerd Jensen. Ach, ey, komm, Kassier. Merkt ihr das, mein Junge? Unsere Hühner pennen wir immer noch selber. Thank you.
Das kann ja lustig werden. Was? Na, das werden wir erleben. Du machst aber auch Dinge, Kerl. Tut mir leid, Gerd. Ach, was? Wäre nicht gut, wenn dir das leid tun würde, du. Aber wenn er schon so weit ist, meine Herren, dann kann ich das ja auch mal versuchen. Ah, Fräulein Lund, ja, schön, dass Sie da sind. Hier ist Jensen. Gerd Jensen, ja, der. Was? Ja, was Besonderes gibt er schon. Nee, das ist wegen der neuen Straße. Ja. Ob das eine richtige Story für Sie ist, das kann ich nicht beurteilen, aber... Was? Na ja, das wird doch wunderbar. Ja, also bis nachher denn. Jupp. Tschüss. Die kommt? Das hätte ich nicht gedacht, dass die sofort herkommt. Wer? Hier. Presse. Holz deiner Zeitung. Ellen Lund. Dofte Poppe. Also, kümmer du dich um deine eigenen Angelegenheiten, du Angeber. Hast du was, Gerd? Was? Probleme wegen den Bauern hier vorhin. Ja, Hans. Ja. Ach ja, du kannst das ja auch nur gern wissen. Ich bin dein Freund. Ja. Wenn die Landesregierung und der Kreisbaurat und der Gemeinderat, wenn die sich alle einig werden, dann kann ich jemanden dicht machen. Dann ist das aus. Was? Na ja, mit meiner Tankstelle. Verstehst du nichts von? Nee. Mensch, wenn die sich alle einig werden, dann bleibt mir bloß noch eine einzige Chance. Was für eine Chance? Ja, das Rennen, Hans. Unser Rennen am Sonntag. Ja. Du, wenn wir da groß rauskommen. Oh, ich tu, was ich kann und du doch auch. Wenn wir da ganz groß rauskommen, dann schaffe ich das vielleicht doch noch. Was? Na, Profi zu werden. Endlich das richtige Angebot zu kriegen. Von einer von den ganz großen Marken. Mensch, Gerd, wenn wir das schaffen. Mit dir wäre das möglich, Hans. Kann sein und ich schaffe das mit dir doch noch, mein Junge. Oh, Gerd, das wäre was. Ja. Was hast du? Mir fiel gerade was ein, du. Ist mal ein paar Tage her, ne? Da wollte so eine kleine schmucke Dirn bei mir anheuern, du. Als Beifahrer. Mädchen! Stell dir sowas mal vor, du. Mädchen als Schmierwachse! Als wenn ich auf solche Idee kommen könnte, ne? Eine Frau auf der Rennmaschine? Eine Frau in die Gefahr bringen? Ach, du, auch wenn sie das wirklich könnte, ehe ich bei sowas mitmachen würde, ehe würde ich den ganzen Kram an Nagel hängen. Den Sport und meine Tankstelle. Ehe würde ich pleite gehen. Mensch, bin ich froh, dass ich ein Mann bin. Das ist ja der Doktor schon. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Gerd. Ach, einmal volltanken, bitte. Hans, volltanken, super. Jo, nein, mach du das, Mann. Will mir lieber noch mal seinen Fuß ansehen. Aha. Alles noch mal nachgucken, Herr Doktor? Öl, Wasser, Luft? Ja. Wird gemacht, Herr Doktor, wird gemacht. Nein, das lassen Sie, mein Fräulein. Um Ihren Fuß muss ich mich ja nicht kümmern, aber um Sie. Warum? Weil Sie allmählich doch anfangen, hier zu viel Unfug anzurichten. Ich? Was denn, Herr Doktor? Das kann doch gar nicht besser laufen, als das läuft. Ja, das habe ich schon gehört. Sagen Sie mal, die Meldung für das Rennen, hat Gerd die schon abgegeben? Hier, Herr Doktor. Hat er gerade eben ausgeschrieben. Mit Hans Hansen als Beifahrer. Ja. Sie wissen, was das bedeutet? Dass ich mit ihm das Rennen fahre. Und dass er endlich die große Chance kriegt. Die ganz, ganz große Chance. Dies hier, das ist nichts anderes als eine falsche Meldung. Versuchter Betrug. Und bei sowas verstehen Sie im Sport keinen Spaß. Überhaupt keinen. Ach, du graue Gott, was? Ob Gerd nun seine große Chance wahrnimmt oder nicht, mit dieser Meldung kann er jederzeit wieder disqualifiziert werden. Auch hinterher noch. Disqualifiziert? Ja. Oh, liebe Zeit, Herr Doktor, alles klar. Eigentlich sind Sie mein bester Kunde. Wenn ich Sie nicht hätte. Ja, ohne mich könntet ihr gar nicht klarkommen. Was? Ja, 65 Mark. Och,
schreibe ich auf, wie immer. Und ich dachte recht, ihr würdet dem armen Onkel Doktor auch mal was verdienen lassen. Aber nein, bevor das soweit kommt, werdet ihr ja schnell wieder gesund, nicht? Also, tschüss denn mit Anna. Guten Abend noch. Tschüss, Herr Doktor. Vielen Dank. Du, Gerd. Ja, was ist? Ich muss mit dir sprechen. Ja, was ist denn noch? Ich muss dir was sagen. Wegen Sonntag, Gerd. Du hast mir doch schon versprochen, dass du Sonntag das große Wunder vollbringen willst. Abend. Abend, Herr Stürmer. Eben noch tanken? Das auch. Aber ich muss ihm was erzählen. Ja, wenn's mal was Gutes ist. Nee, Herr Jensen. Ich komme gerade aus der Gemeinderatssitzung. Na dann mal los. Schicksal in deinen Lauf. Das mögen Sie wohl sagen. Ist das wirklich so schlimm? Ich glaube ja, leider. Schlimmer, als es jetzt schon ist. Das kann das nicht werden, meinen Sie? Doch, Herr Jensen. Ja, ja. Geh mal raus mit der Sprache. Die beiden sind umgefallen. Krishan und Kassen. Sie haben ihr Land hergegeben und ihre Stimmen. Ist das also wirklich wahr? Verlass dich auf Anwen, du bist verlassen! Und nun? Und nun? Nun ist es aus mit der fröhlichen Tankstelle. Aber jetzt erst recht, Hans, jetzt erst recht! Jetzt steht und fällt alles. Mit unserem Sieg am Sonntag! Dafür wünsche ich Ihnen viel Glück. Wir schaffen das, Gerd. Jetzt erst recht! Wenn so viel auf dem Spiel steht! Aber eins habe ich nicht ganz kapiert, Herr Jensen. Was? Dass Krishan Menge sein Land hergegeben hat, das hatte keinen vernünftigen Grund. Das ging ganz persönlich gegen Sie. Ja, ich weiß. Junge, was war der Kerl wütend auf Sie? Auf mich nicht. Auf ihn. Tja, leider. Mein Beifahrer ist bei Menkes Tochter eingestiegen. Durch das Fenster. Und ist die ganze Nacht bei ihr geblieben. Dieser Kerl, was? Bei Heike? Ja. Und da hält Krishan Menke gar nicht viel von. Ich auch nicht. Fräulein Lunte, ja. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Das tue ich doch gerne, Herr Jensen. Für eine gute Story doch immer. Ja, ob die Story so gut ist, das weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Eine Sauerei ist das. Eine Riesensauerei. Bitte, nehmen Sie doch erstmal Platz. Dankeschön, Herr Jensen. Aber wissen Sie, das muss einfach an die große Glocke. Erzählen Sie. Nacht, junger Mann. Hi. Kommen Sie, Fräulein Lunte. Ist wohl besser, wir gehen in meine Stube. Dritte Tür links, ja? Dankeschön, Herr Jensen. Wo hat er sich die Wuchtbrumme denn aufgegabelt? Die hat mir gerade noch gefehlt. Er mit ihr allein in seinem Zimmer und weint sich bei ihr aus. Dolly! Dolly! Warum hast du das getan? Was? Warum hast du Werner diesen Blödsinn auch noch erzählt? Was? Dass du bei mir aus dem Fenster geklettert bist. Was? Das war dein Werner? Ja. Und er hat mir das geglaubt. Natürlich. Oh, Heike. Ach was, weggelaufen ist und will mich nicht mehr sehen. Nie mehr. Und alles bloß wegen deinen verrückten Ideen. Oh, Mensch, das ist aber auch nicht einfach. Blödsinn ist das. Alles, was ich anfasse, läuft schief. Alle werden da unglücklich bei. Heike. Ja, werde ich wieder ein Mädchen, dann ist es aus. Bleib ich ein Junge, dann ist es auch aus. Ach, Heike. Das ist aber auch verdammt schwer, ein richtiger Mann zu sein. Schlank, ob klein und Pummel, man triecht Klamottenmüllers Fummel. Oh, Hannes, du sollst dich eigentlich schämen, dass du hier auf dem Sonntag deinen Geschäften nachgehst, du.
Na, Miege, wenn ich richtig gucken kann, bist du ja auch gerade bei der Arbeit, ne? Och was, wenn ich hier keine Ordnung mache, dann macht das keiner, du. Der verdrehte Sport, diese dösige Rennfahrerei, die kostet Gerd doch viel zu viel Zeit und viel zu viel Geld. Ja, das will ich dir glauben. Ja, der Junge, der kann doch zu nix kommen, wenn er alles, was er hat, in seinen Hobbys steckt, ne? Ja, Miege, du machst dir Sorgen um den Jungen, ne? Oh, das mache ich, ja, du. Er ist auch dein Junge. Du hast ihn groß gemacht. Ja, das habe ich. Oh, du, was aus dem wohl geworden wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Ja, das sage ich mit dir. Ja, ja. Aber von seinem Motorradsport, du, da habe ich ihn nicht von abhalten können. Nee, immer diese verrückte Fahrerei, du, brumm, brumm. Miege, du solltest dir da nicht so viel Sorgen um machen. Du solltest dir lieber was gönnen. Ja. Miege, schlägt kummervoll das Herz im Busen. Kauf bei Klamottenmüller Blusen. Miege, du solltest dir was kaufen, wo du Spaß dran hast. Glaub mir, das hilft. Vielleicht gibt das heute ja auch noch was zu feiern. Nee, du weißt, ich hab kein Geld. Miege, und du weißt ganz genau, wenn du bei Klamottenmüller kaufst, dann brauchst du kein Geld. Wenn du bar bezahlen willst, kannst du doch überall kaufen. Nee, nee. Mein Prinzip heißt Ratenkauf. Bei mir hast du Kredit. Zinslos. Und die Wochenraten sind ja mal so niedrig und bequem, dass du sie überhaupt nicht merkst. Ja, ja. Aber wenn ich die letzte Mark abgestottert habe, ne, dann sind die Kledagen schon lange wieder aus der Mode. Na, dafür gibt's ja immer wieder was Neues. Ach, Hannes, halt doch auf. Mensch, Hannes, du, wir müssen doch die Sportreportage hören. Du, wo ist Wilhelm denn abgeblieben? Oh, wo ist mein Radio? Wilhelm! Soll ich ihn ranlocken? Hannes! Pass mal auf, gleich kommt er. Hannes, was soll dein Gehupe mit deinem Kinderspielzeug? Miege, die Leute kennen mich an meinem Signal. Und solange mein Auto im Traum bleibt, solange tut ich mir was vor mit meiner Kinderhupe. Und träum ihn weiter. Den schönen Traum von meinem eigenen Auto, das mir die schweren Koffer über Land schleppt. Oh, wie die kleinen Kinder seid ihr Männer. Einer wie der andere. So, lass uns mal noch bleiben, Miege. Na, nicht doch eine von den schicken Blusen? Ach. Was ist denn los, Hannes? Kannst du die Zeit nicht abwarten? Wilhelm, ja. Wilhelm, du, wo ist unser Radio? Du machst ja einen Lärm wie ein Sportwagen, der 100 Liter Sprit auf einmal tanken will. Ja, ne? Wilhelm! Jo. Mensch, das Radio! Hier. Ach, wo ich doch extra hergekommen bin, weil ich die Reportage von dem Rennen hier bei euch hören will. Extra hergekommen, Hannes, lass mich mal lachen. Miege, das habe ich nicht verdient. Oh, du hast doch nichts anderes wie deine Geschäfte im Kopf. Du tust mir Unrecht, Miege. Ich habe auch Träume im Kopf, das kannst du mir glauben. Was für welche? Ach, Hannes, Wilhelm, stell den Kasten an. Ja, du, der sagt nichts. Augenblick mal. Was? Nein. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das waren unsere ersten Berichte von den heutigen Spielen der zweiten Bundesliga. Und jetzt wollen wir uns den Motorsport zuwenden. Siehst du, das geht los! Für die Freunde des Motorradrennsports ist der heutige Renntag ja so etwas wie ein Höhepunkt der Saison. Ja, das war's wohl sagen. Und das besondere Interesse der vielen tausend Zuschauer, die heute Nachmittag die Rennstrecke säumen, gilt heute dem Gespann der Seitenwagenklasse bis 500 Kubikzentimeter, in der neben gestandenen Profis auch einige hochtalentierte Nachwuchsfahrer an den Start gehen. Ja, damit meint er Gerd. Ja. Nachwuchs. Ich erfahre eben, dass wir eine technische Störung haben, die es uns leider unmöglich macht, unsere Reportage direkt von der Rennstrecke zu übertragen. Nee, sowas aber auch. Ich hoffe aber, dass es uns im Laufe unserer Sendung doch noch gelingt, Ihnen von den heutigen Rennen ausführlich zu berichten. Wir schalten jetzt zunächst um zum Fußball. Ach, das gibt's doch nicht. Nee. Einer die Dösköpfe vom Radio mal gebraucht, da haben sie technische Störung. Nee, sowas aber auch. Mensch, können die denn ihren Kram nicht in Ordnung halten? Das ist doch Plünnenkram, sowas. Ja. Wenn wir einmal so schlampig arbeiten würden. Ja, das sagt man, Hannes, du, das sagt man. Oh nee, Hannes, stell den Kasten lieber wieder an, du. Hast recht, Miege. Ja. Vielleicht bringen sie ja doch noch ein bisschen was von Gerd, ne? Oh Gott, dass wir das bloß nicht Minuten verpassen, vom Weiterrennen konnte. Und deshalb schildern wir zunächst diesen Eckstoß, bevor ich Ihnen dann die ganz heiße Szene zu Beginn der zweiten Hälfte schildern möchte. Merkur vertritt den Eckball nach innen und Schuss. Und jetzt, meine lieben Hörerinnen und Hörer, melden wir uns doch noch vom Rennen der Seitenwagenmaschinen. Dem Rennen der schweren Gespann also. Hannes, geht wieder los, du! Und mitten unter ihnen der junge Außenseiter, Gerd Jensen, der allein gegen die gesamte Spitzenklasse steht. Ja. Ah, nein, steht ja nicht, der fährt, der fährt. Was ist denn das für ein Tönenbühne? Jedenfalls, jedenfalls wird das besser Würde fahren. Oh, Hannes! Jensen
mich aus, um in der Spitzenklasse mitmischen zu können. Oh, Hannes, halt mich fest! Nein, dazu müsst ihr wirklich fahren können. So wird das nichts. Oh, bring so, machen die anderen das Rennen unter sich allein. Oh, nee, das halte ich nicht aus, du. Oh. Ping, 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 ping. Seine Maschine tut es nicht mehr. Ping, 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 ping. Ja, das ist ja nicht allein, was ein junger Beifahrer uns heute gezeigt hat. Das war ja wohl nichts. Ping, ping, ping. Und das werden die Zuschauer wohl auch nie begreifen, warum Gerd Jensen seinen alten, erprobten Beifahrer Wilhelm Bock, diesen Liebling des Rennsportpublikums, zu Hause gelassen hat. Ja, doch keine Ahnung, du. Als letzter, als allerletzter geht Jensen jetzt durchs Ziel. Die letzten sind sie geworden. Oh, diese Blamage. Eine verdiente Niederlage für Jensen, der ohne seinen alten Beifahrer noch lange nicht zur Spitzenklasse gehört. Oh. Ach Gott. Mieke, ich gratuliere dir. Was? Ich gratuliere dir zu Gerd seinem großen Sieg. Da hast du da auch was mitzukriegen. Wieso ich? Na, du bist doch sowas wie eine Mutter für ihn, oder nicht? Oh, Mensch, Willem, du, er hat verloren. Ja. Haushoch verloren hat er. Ja, ja. Trotzdem gratuliere ich, bitte. Ja, danke. Und die habe ich auch gleich mitgebracht. Hm. Oh, du Schubschack! Mensch, du bist einer. Also, das wundert mich überhaupt nicht. Was? Dass sie sich so blamiert haben, die beiden. Ja, wieso denn? Natürlich haben sie blamiert. Bis auf die Knochen haben sie blamiert. Sein Beifahrer war ein Mädchen. Was? Mädchen. Wer? Sein Beifahrer. Hans? Hans Hansen ist ein Mädchen und heißt eigentlich Dolly. Nee. Wovon willst du das wissen? Ich hab Recherf. Recherf. Was? Ich hab nachgefragt, hab ich einfach mal. Sag mal, bist du besoffen? Jawohl. Nee, nee. Besoffen bin ich natürlich nicht. Leider. Also jetzt gebe ich einen aus. 1, 2, 3, 4. Ich habe seine Mutter gefragt. Jawohl. Einfach. Du hast einfach seine Mutter gefragt, was ihr Junge denn wohl ist, was? Das sieht ja ähnlich. Ein Junge oder ein Mädchen, was? Bitte. Und ich? Du bist ein Mädchen, glaube ich. Oh. Soll ich verdursten? Nee, mein Süßen. Oh. Bitte schön. Ja, ich habe das natürlich so ein bisschen raffiniert angefangen, ne? Ich bin zu ihr hingegangen. Zu der Mutter. Ja. Ja, das sagtest du schon. Prost, Hannes. Ja, das sagtest du schon. Oh. Weiter, Hannes. Ja. Also, ich bin zu ihr hingegangen und dann habe ich gesagt, Frau Hansen, habe ich gesagt, ich soll Sie schön grüßen von Ihrem Sohn Hans und das geht ihm gut. Ja, und denn? Und dann hat die Frau Hansen zu mir gesagt, sie hat leider nur eine einzelne Tochter. Und die heißt auch leider nicht Hans, die heißt leider Dolly. Und diese Dolly hat gerade Urlaub und hält sich zurzeit auf dem Lande auf. Und sie wohnt bei einer Freundin und die heißt Heike Menke. Oh, hier bei Heike. Ja, aber sonst wäre ihre Tochter ein ganz normale Dirn. Sie hätte bloß einen kleinen Ticker. Ticker? Sprung in der Schüssel. Was? Motorradsport, Rennsport. Aha! Ja, und das wäre für ein Mädchen ja doch wohl nicht so ganz normal, meint die Mutter. Nee, nee, das ist überhaupt nicht normal. Nicht für ein Mädchen und auch nicht für die Männer. Das sehe ich anders. Doch. Und darum hat mich das überhaupt nicht gewundert, dass das nicht geklappt hat vorhin. Mit dem Rennen mit den beiden. Mit deren will er das Rennen heute fahren. Wieso will er das? Hat er natürlich, okay, also ich bin auch schon ganz durcheinander. Hier macht man aber auch was mit. Gott, der Junge ist nicht der. Mädchen als Schmiermaxe. Ja, Hans Hansen hat uns angeschmiert. Du, das wird Gerd noch leid tun, dass er das mitgemacht hat. Oh, was, ne, Gerd tut mir leid. Mir nicht. Ja, er ist auch reingefallen. Jawohl, also das ist er. Ja. Sollst sehen, mein Junge. Das dauert gar nicht mehr lange, dann siehst du Wilhelm Bock wieder auf der Maschine sitzen. Ja, wie ein Elefant in der Waschballe. Und Rekorde brechen. Oh, nun geht das wieder los. Ja, das geht wieder los. So gewiss, wie Gerd das Rennen heute verloren hat. Ach was, Gerd muss bloß den richtigen Mann finden. Der richtige Mann bin ich. Nee, das ich und nicht. Kein anderer. Das sollst du dir merken, mein Dirk. Und das bleibe ich auch. Aber Willem,
Oh, du bist doch viel zu dick. Feiner Kerl, nicht, Miguel? Ja, aber ihr beiden seht immer so ein bisschen verquer miteinander, ne? Ja, und das macht mir Spaß, Hannes, du. Miguel, du machst dir nicht viel aus ihm. Nee, ich mach mir überhaupt nichts aus den Männern. Gar nichts? Nee, Hannes. Mensch, Hannes, du auf all den Ärger heute, du da. Du könntest mir ja eigentlich was Schickes gönnen, ne? Sag ich doch, Miguel. Okay. Ja, zum Teufel mit den Männern. Oh Gott, Miguel, meinst du wirklich? Ja, Männer. Okay. Mensch, erst wollt ihr uns auffressen vor lauter Liebe. Und wenn ihr uns dann den Kopf verdreht habt, dann denkt ihr bloß noch an Politik und Kartenspielen und Sport und all so ein Cheat, ne? Ich nicht, Miguel, ich nicht. Oh, Hannes, diese doch nicht, die ist ja viel zu weit. Kann ich ja noch einen mit reinnehmen, du? Na, nehmen wir eine andere. Ja. Hier, diese. Oh ja. Du Hannes, bevor Wilhelm den Fimmel kriegte, Rennen zu fahren, als Schmiermaxe auf dem Beiwagen, ne? Oh, da waren wir ja ein Herz und eine Seele, du. Hannes, die Kriege beim Bossengunde dicht, ist viel zu. Hier. Oh, Orange, ne? Ja. Oh. Du, Mieke. Na? Mieke, ich träume in der letzten Zeit immer so viel von dir. Du träumst das zu viel, Hannes. Nee, Mieke. Zu weit gegangen bin ich nicht in meinen Träumen, nein. Anständig bin ich immer geblieben. Wirklich. Wirklich? Ja, Mieke. Schade, Hannes. Mieke, habe ich eine Chance bei dir? Ach du, ich möchte die noch mal anziehen, ne? Ja. Ja, natürlich. Oh, Mensch, komm, da ist ein Knopf. So. Mieke. Na? Ich muss meine Hoffnungen nicht aufgeben. Doch, Hannes, du gib sie Mann auf. So, guck mal, das kann nichts werden mit uns beiden. Genau wie mit meinem Auto, das wird auch nichts. Ja, guck mal, Hannes, du. So hat wohl jeder seine Träume, ne? Und du, Miguel? Ach, ich träume, dass Wilhelm sich endlich besinnt auf mich. Mensch, du, ich hab mich so gefreut, dass ihr den Jungen gefunden hat. Ich weiß die, dass Wilhelm mit der Fahrerei aufhört, ne? Ja, und nun geht der ganze Kram wieder von vorn los. Mensch, weil der Junge ja leider bloß ein Mädchen ist, ne? So ein Schieterer. Ja, was ist das denn? Oh, da kommt ein Träger. Kundschaft! Wilhelm! Kundschaft! Ja, schon gehört. Ja. Wilhelm? Ja? Volltanken! Was? Ja, was wohl? Hast du schon mal gehört, dass ein Träger mit was anderem läuft als mit Diesel? Da verstehe ich nichts von, Kuschel. Ja. Volltank, Wilhelm. Fährt dein Träger zufällig auch mit Diesel? Frag ihn doch. Du, das ist die Idee, Kassel. Was denn? Am Sonntag kommt ihr her zum Tanken mit dem Träger? Ja, auf dem Sonntag, jawohl. Und was machst du hier? Auf dem Sonntag, was? Bei Tag und Nacht an allen Tagen kannst du Klamottenmüller fragen. Ja. Du, guck mal, Hannes, die mache ich eigentlich nicht. Ach, Mensch, Miguel, kauf dem blöden Kerl bloß nichts ab. Wieso nicht? Ja, der ist so raffiniert und knöpft dir einen Zuschlag ab für seine Sonntagsarbeit. Mensch, das ist überhaupt eine Idee. Wieso? Seid ihr denn heute nicht bei der Arbeit? Wenn wir den Roggen reinkriegen wollen, solange sie das Wetter hält. Ach, lass mal, Kassen, was wissen die denn, was Roggen ist? Na, Hauptsache, ihr wisst über euren Kram Bescheid, ne? Da kannst du dich drauf verlassen, kannst du. Auf jeden Fall müssen wir am Sonntag arbeiten. Sind keine großschnauzigen Tankstellenbesitzer. Nee. Was denn nur? Die andere Leute für sich arbeiten lassen. Solche Dösköpfe wie ihr. Und du halt aber auf, du. Ja, und er selbst? Was? Treibt sich mit diesem Mitgiftjäger auf das Rad, auf der Rennbahn rum und verjuckt sein Geld. Ja, richtig. Was? Ja, du hast recht, Krishan. Sein Geld ist das. Ja, was denn? Bar bezahlen oder anschreiben lassen? Du stellst Fragen, stellst du. Anschreiben, klar. Und dann könnt ihr Geld bestellen, dass wir ihn kündigen. Was? Kündigen tun wir. Ja, was denn? Den Fahrkursus. Die dummerhaftige Trockengymnastik, jawoll. Ihr seid mir vielleicht ein paar Schietkerls. Was sind wir? Schietkerls, habe ich gesagt. Hat Gerti schon Probleme genug? Oh, was für Probleme? Die neue Straße kommt nicht.
Was sagst du da? Zumindest kommt sie hier bei uns nicht mehr vorbei. Und das haben die beiden mit dem Gemeinderat beschlossen. Dann kündigen sie ihm doch die Fahrstunde und lassen auch noch anschreiben. Was soll das? Sag mal, was habt ihr gegen Gerd? Gerd weiß ganz genau, was er Krüschern angetan hat. Hallo! Hallo? Die Sportreportage! Was? Das Rennen von Gerd Jensen! Och, das haben wir schon lange gehört! Denn in diesem Rennen bahnt sich jetzt die große Sensation an. Ein Amateur, ein Mann, der diesen harten Sport nur in seiner Freizeit und auf eigene Kosten betreibt. Ein Amateur ist dabei, die Elite dieser Klasse, die hier heute vollzählig angetreten ist. Gerd Jensen ist in diesem Augenblick dabei, die Elite einfach zu deklassieren. Deklassieren, tut er nieder! Das ist ein Rennen, das man einfach sein Rennen nennen muss. Er fährt seinen Sieg so... Sieg, hat er gesagt! Sieg! Wir haben gewonnen! Und das andere? Das, was wir vorhin gehört haben. Das war ich. Was? Tja, was ich alles kann, nicht? Oh, du Schutter, wie kannst du uns so in das Licht führen? Ja, aber das meine Damen und Herren, ist aber nicht allein das Verdienst von Gerd Jensen. Nein, an diesem Sieg ist sein hochbegabter Beifahrer entscheidend beteiligt, der heute zum ersten Mal dabei ist. Er hat hier eine Leistung geboten, die aufmerken lässt. Hansen heißt dieses junge Talent und diesen Namen wird man sich merken müssen. Den Namen habe ich mir schon gemerkt, für alle Zeiten. Ja, Christian, dann komm an, wir sollen wieder an die Arbeit, sollen wir mal wieder, ne? Na ja, was geht aus der ganze Handel-Bangel-Kram überhaupt an? Ja, ja. Damit haben Sie sicher recht, Herr Menke. Na nun, was wollen Sie denn? Guck an, das Fräulein von der Presse. Richtig, Herr Kreimann. Das mit dem Vogel, das haben Sie ja gar nicht gebracht in Ihrer Zeitung. Richtig. Warum eigentlich nicht? Vielleicht war es mir nicht wichtig genug. Vielleicht war mir das hier wichtiger, Herr Kreimann. Was denn? Das hier, Herr Bock, hier. Dankeschön. Dann. Ah ja. So geht es nicht, meine Herren Gemeindevertreter. Was? Ein Beispiel von beispielloser Dusseligkeit gaben die Gemeinderatsmitglieder auf ihrer letzten Sitzung, in der über den endgültigen Verlauf der neuen Umgehungsstraße beraten wurde. Was das? Das haben Sie geschrieben? Man muss sich fragen, ob die Herren im Gemeinderat nur blind sind für ihre Umwelt oder obendrein auch noch doof. Schluss! Es steht ja kein Wort von da. Was? Die Kurzsichtigkeit der Gemeinderatsmitglieder wird wahrscheinlich nur noch übertroffen von ihrer eigenen Ängstlichkeit und von dem Mangel an Wendigkeit, mit dem sie auf die Sparbeschlüsse der Regierung reagieren. Schluss, habe ich gesagt. Also, mein Fräulein... Meine Herren, wenn Sie beschließen, eine Straße, die als Umgehungsstraße gedacht ist, die das Dorf also vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Wenn Sie so eine neue Straße so legen, dass sie nicht nur die Schule, sondern auch den neuen Kindergarten direkt berührt. Unerhört! Und wenn Sie so einer Lösung zustimmen, nur weil man Ihnen ein paar Mark Zuschuss gestrichen hat. Paar Mark. Und wenn Sie dabei nicht wenigstens einmal an die Kinder denken, die diese Suppe jetzt auslöffeln müssen. Bravo! Dann nenne ich das kurzsichtig und engstirnig. Ja. Bravo. 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 Hast du da auch was mitzukriegen? Ja, Vater. Dies ist eine Sache, die... Die Sache, die uns vor alle angeht. Wenn ihr kein Geld mehr habt, dann sollen zuletzt die kleinen Kinder für ihr halten. Seid ihr schon so alt? Ich? Alt? Und wie? Ich bin jedenfalls nicht so alt, daran zu denken. An was? An meine Kinder. Ich auch nicht. Nun kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, Herr Stürmer. Sie kommen! Das wird nicht gesichert! Ja. Hoch sollen Sie leben! Hoch sollen Sie leben! Die beiden müssen auf der Maschine fotografiert werden. Auf der Maschine? Ja, das ist ja rein. Doch, klar, machen wir. Große Maschine kommt hier rein. Mach auf, bitte, mach auf. Schiebe an, bitte. Ja, und die Bluse, die behalte ich. Du, was soll die kosten? 5 Mark die Woche. Aber bloß für dich. Ja? Hannes, Hannes, Moment. Und in Gegenwart? 49 Mark 15. 15? 50. 50, na, der Rest ist 50. Sehr gut. Philipp, du
schenkst mir die Bluse. Ja, willst du nicht haben? Von dir alles will ich, Georg. Hauptsache, du bleibst mir von der Rennbahn. Du, Mieke, davon könnte was werden. Ja? Für das bin ich doch ein bisschen zu alt. Ja, und zu dick, du. Ja. Ah, mein Schatz, ich bin so glücklich. Ich glaube, wenn du ein Mädchen wärst, ich könnte dir glatt welchen Kuss geben. Du. Mädchen ist er doch. Ja, leider. Was? Ja. Hans ist ein Mädchen und heißt eigentlich Dolly. Was sagt ihr da? Was, Herr? Der Junge ist Dolly? Meine Freundin, ja. Dann ist sie bei dir eingestiegen? Ja, Vater. Sie und, war der Mitgiftjäger. Und ich bin darauf reingefallen. Ich auch, Herr Menke. Ja, was haben Sie da denn mitzukriegen, Herr Stürmer? Vielleicht ist er der richtige Mitgiftjäger. Der richtige, meint er? Ja, Vater. Für mich ist er der richtige. Der einzig richtige. Ja, du auch. Ja. Geht ja eigentlich auch getankt. Herr Doktor, eine kleine Familienfeier los. Gerd, ich wünsche dir Glück zu deinem fabelhaften Sieg. Ach, was Sieg? Mein Beifahrer ist unter falschen Namen gefahren. Also doch. Und das ist Betrug. Allerdings. Das bedeutet nichts anderes als Disqualifikation. Mensch, Willem, ich hab gedacht, ich will endlich aus allem raus. Du, da kommst du auch wieder raus. Gib doch mal die Zeitung rüber. Ja, hier. Was für eine Zeitung? Ja. Hier, Herr Jensen. Da. Ja, allerhand. Ja, Mensch, großartig ist das. Und das haben Sie für mich getan? Das habe ich doch gern getan, Herr Jensen. Ach, so ist das? Ja, so ging es ja nun wirklich nicht. Ein dolles Ding. Ja, da haben Sie recht. Wenn das Geld nicht reicht, dann darf die Straße nicht einfach woanders hingelegt werden. Die muss eben anders finanziert werden. Das sagt mein Chef auch. Ach, und wer ist Ihr Chef? Der Kreisbaurat. Ach, und der sagt das auch, sagt er. Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen, sagt er. Das Land, der Kreis und die Gemeinde müssen alle zusammen nach einer besseren Lösung suchen, sagt er. So, sagt er. Und sie sollen alle zusammen ihre Köpfe und ihr bisschen Fantasie mal tüchtig anstrengen. Das sag ich. Na ja, der Doktor hat recht. Ja, hat er. Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Nee, ist das nicht. Schöne Volksvertreter haben wir da. Ja. Das hilft mir nun alles nichts. Was willst du? Ja, die Rennleitung anrufen. Und das richtig stellen, die Schlamassel. Was willst du richtig stellen? Die falsche Meldung. Mit deinem falschen Namen. Das brauchst du nicht. Das hab ich getan. Vor den Rennen schon. Was? Ich bin als Mädchen gefahren. Du hast das Rennen gewonnen mit Fräulein Dolly Hansen als Schmiermaxe. Mit einer weiblichen Dirn auf dem Beiwagen. Was denn nun? Die haben das gewusst? Alle haben's gewusst. Nicht, Herr Doktor? Allerdings. Bloß ich nicht. So, und jetzt stellen Sie sich bitte alle im Halbkreis um die Maschine rum. Ja, ich möchte ein paar Aufnahmen. Willem, meine Seite, bitte auf, ja? Ja, auch. So, Sie bitte auf, ja? Würden Sie mich schön dicht da reinstellen. Sie bitte auf, ja? Würden Sie bitte auf die Maschine gehen. Sie auch da dicht halt. Ja, so ist gut. Mensch, Herr Jensen, das ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Story. Ja. Oh, haben Sie da auch schon eine Überschrift für, Fräulein Lund? Ich weiß eine. Ich auch. Na? Die fröhliche Tankstelle.